Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3. Heute wird's wieder normal. Ich habe den Schwierigkeitsgrad wie versprochen wieder zurückgestellt und ja, wir machen jetzt weiter. Wir sind immer noch in dem Schiff, was gerade am Sinken ist, wie Hölle. Ach, da an das Seil hätte ich ran gemusst. Ah, alles klar. Das muss man mir ja auch sagen. Ja, wir versuchen jetzt hier weiter zu entkommen. Erinnert mich sehr an Tomb Raider Underworld, muss ich sagen. Da gab es ja auch eine Stelle, wo man, wo man in einem Schiff ist, was sinkt. Aber das war nicht, obwohl das war auch ganz cool inszeniert. Die Szene war aber bestimmt nicht so lang. Ich wette mal, das hier in Uncharted wird deutlich länger sein. Oh Mann, ja, die Kamera ist super. Oh, Übersicht, ja. Das wünschen wir uns doch alle, so eine Kamera jederzeit. Ist doch egal, wo oben ist, man. Oben ist da, wo nicht unten ist. So, hochklettern, Nathan. Dankeschön. Hier gibt's doch 100 Pro noch was. Ist da noch was? Ah, wäre zu einfach gewesen, vermutlich. Obwohl, viele Schätze ja jetzt auch nicht unbedingt kompliziert versteckt sind. Oh, okay. Luft zum Thema. Bin ich jetzt falsch, richtig? Also war ich jetzt... Bin ich jetzt... Verwirrung. Hätte ich hier lang gemusst? Ja, ich glaube, ich muss hier lang. Gut. Hallo. Uncharted. Uncharted Nathan. Typi laufen. Oh, oh, cool. Womit ist das jetzt? Warum ist das Schiff jetzt nochmal so Querlage? Ach so, ich habe eine Granate geworfen und die hat... wirklich? Hey, guck mal, das ist der Beißer von vorhin, oder? Cool. Also es war definitiv in Doom, weil der Underworld nicht so schön ist. Das ist schon mal klar. Aber gut, man muss ja auch positiverweise anmerken, dass Tomb Raider Underworld deutlich älter ist. Und was muss ich jetzt machen? Achso. Und auch ganz anderen Anspruch hatte. Dem Punkt war, das Level einfach nur abhauen. Nutzt du jetzt ernsthaft den Fahrstuhl? Du, die Scheibe ist, glaube ich, nicht dafür gemacht, dass du dich daran hängst. Ah! Ach, fick. Okay. Oh, scheiße. Seht mal das Meer. Schlimmer geht's wohl nicht. Ist das geil. Nein! Oh, oh. Nathan. Warum tust du das? Wo muss ich hin? Ernsthaft, wo muss ich hin? Doch dahin? Ja, so zeigt. Ah, eieiei. Wie heißt das so schön? Alles, was er anfasst, geht unter ihm kaputt. Nathan, Nathan? Ach Gott. Manchmal hat der Junge aber auch deutlich mehr... Ach nee, das sieht schon wieder nach einer Flutpassage aus. Okay. Nichts wie raus aus diesem Aquarium. Ich will nochmal ganz kurz das angucken. Boah, Alter, ist das cool. Ja, Inszenierung weiterhin top. Kann man echt nichts gegen sagen. Also, das ist das, was mir an Uncharted so gefällt. Die wirklich geile Inszenierung. Und die Story ist auch ganz okay. Also, man kann mit ihr leben, ne? Aber halt die Szenarien und so, die das Spiel erzeugt, die sind schon echt Bombe. Weil klar, das wird auf mich geschossen. Jalmut! Lars! Fahr zur Hölle, Habibi! Nathan? Oh nein! Verrücktes Arschloch! Verrückt trifft's noch nicht mal an. What the f... Ah, jetzt dreht's das Schiff auf. Das ist cool. Das gab's in Tomb Raider Underworld ja auch, dass das Schiff so cool gedreht hat und alles. Gibt's so eine Weglaufpassage, gab's das nicht, aber egal. Okay, und was kommt jetzt? Ich bin auf jeden Fall runter vom Schiff. Das so gut ist. Und jetzt steht Talbot vor uns, wartet. Denk nicht mal.
mal dran. Ach, kommt jetzt die Wüstenpassage? Praktisch. Doch noch nicht. Na, auch hier. Okay. Okay, ja. Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Oh mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist Sully... Er lebt. Oh, Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Oh, wir müssen los. Wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens 2 Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich habe einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm springen müssen. Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay. Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon. Okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du hättest das echt allein durchgezogen, was? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Tut mir leid. Ich weiß. Wir sind da. Okay, nimm. Mann, hoffentlich muss ich das Ding nicht benutzen. Ich weiß, aber wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. Ich möchte an dieser Stelle mal eins kurz fragen. Erstmal super Cutscene, fand ich richtig schön. Aber dann frage ich mich jetzt, was sollen eigentlich diese Patronengürtel hier, wo jede einzelne Kugel dranhängt? Ich meine, klar, sieht cool aus, aber... Es ist doch wahnsinnig unpraktisch. Ich meine, wenn ich eine Waffe habe und die nachladen will, dann nutzen mir doch die einzelnen Kugeln. Dann muss ich ja jede Kugel einzeln aus meinem Gurt rausnehmen und da reinpappen. Das mag für eine Snipergun oder sowas gehen, aber hallo, schon mal was von Magazinen gehört? Vorgeladene Magazine irgendwie am Gürtel festmachen wäre doch viel besser. Klar, da muss man sich noch das Magazin kaufen, aber das kann jetzt auch nicht so viel kosten. Naja. Aber wie gesagt, wirklich die Cutscene gerade, fand ich richtig cool. So, und ich hoffe auch, dass ich die Waffe nicht benutzen muss. Aber wir alle wissen, dass es soweit kommen wird, dass ich sie benutzen werden muss. So. Ah, ich muss hier schon wieder lang, ne? Ich bin schon wieder auf dem richtigen Weg, verdammt. Naja.
Ich bin jetzt irgendwie ganz melancholisch geworden. Vergessen ist der ganze Stress aus dem letzten Part, wo man schon wieder rumgeschrien hat und so. Wenn man mit so einer Cutscene belohnt wird. Und trotzdem hasse ich die Szene. Anscheinend geht's auf der anderen Seite raus. So, was gefunden? Warum das darum liegt, wie gesagt, hinterfrage ich nicht mehr. Habe ich aufgehört. Lass ich einfach sein. Ist es vielleicht auch besser so. Aber ich finde es ganz schön, dass man im Spiel übrigens direkt den Schwierigkeitsgrad wechseln kann. Machen ja auch nicht alle Spiele so. Aber wenn echt dann solche Fruststellen kommen, wo man keine Lust mehr auf den Scheiß hat. Mist. Bist du okay? Kann man mal eben schnell den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Ja, fantastisch. Vielleicht können wir durchs Fenster raus. Wenn wir rankommen. Oh. Eigentlich ist es für einen Let's Player auch sowieso besser, wenn man das Spiel irgendwie auf leicht spielt. Klar, es geht der Anspruch auf jeden Fall verloren. Können wir es bewegen? Ich schiebe, du lenkst. Ich bin sowieso der Meinung, ich bin ja eh jemand, der Spiele mehr wegen der Story spielt, als wegen dem eigentlichen Gameplay. Was eigentlich schade ist, aber naja. Ach, wartet, muss ja gar nicht kreisgedrückt halten. Und wenn man es dann auf leicht spielen kann und dann so schön durchkommt, dann ist das doch auch schön. Weil mal klar, es gibt auch durchaus Leute, die das andere sind. Schieb weiter. Okay, du hältst es und ich steig aufs Dach. Mach da einfach eine Handbremse rein. Los, los, es rollt weg. Ich kann es nicht mehr halten. Ja, und ich falle natürlich wieder runter, weil die Steuerung so super ist. So, Nathan, du springst jetzt da hoch und dann gechillt. Oh, Fenster, okay. Ich dachte, es geht schon wieder schief. Au, au, au. Das hat wehgetan. Das glaube ich gerne. Na gut, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen ja irgendwie mal einen Ausweg finden für die gute... Wie hieß sie, Chloe? War es Chloe? Ich glaube schon, ne? Ich verwechsel die Frauen sowieso immer. Es gab die Schwarzhaarige und es gab die Blonde. Und ich weiß nicht mehr, wie die Schwarzhaarige hieß. Da war das Chloe. Egal. Frag mich echt, wo er gerade hinklettert. Mit welchem Ziel klettert er schon wieder? Ja, natürlich aufs Dach zu kommen, das ist logisch. Huhu. Dingens. Wo ist denn Dingens hin? Man sieht Dingens nicht mehr. Was für ein Vogel. Ja, das ist ein großer Vogel. Ist das ein Antolov? Warte kurz, ich öffne die Tür. Oh, und der Abschnitt ist mir sehr bekannt von unserem Koop auf Let's Play. Sehr bekannt. Oh, Gegner, verdammte Scheiße. Ist da was? Ja, wo ist der andere hin? Da. Sag bitte. Ist ja gut. Wo kann ich die Tür öffnen? Motorräder, ja. Yeah. Sag mal, wo geht die Tür auf? Welche Tür vor allem? Hallo, Tür. Oder muss ich hier auf die Schlösser schießen? Ah, alles klar. Danke. Nehme ich die SAS mit? Oh shit, runter, runter, hinter dir! Ja, natürlich habt ihr mich auch gehört. Oh, super, wie wenig viel Schuss die Waffe hat. In den Fuß. Nein! Es ist furchtbar, wenn man in der Cutscene stirbt. Danke. Oh shit, runter, runter, hinter dir! Bitches.
Aber natürlich hat sie nichts gemacht. Du bist am Ende. Ich brauch doch mal die andere Waffe. Wo ist die andere Waffe? Okay, ja. Hm. Hallo? Stirb, Kartoffel. Dankeschön. Achtung! Ach, und schon geht dieses Geballer wieder los. Aber wo sind die Sau hin? Uah! Irgendwo lebt hier noch einer. Ach, da hinten. Die Narren sind total ineffizient, ne? Alles klar? Ja, du? Wunderbar. Ja, Putzmunder. Gleiches Spiel? Nee, jetzt gerade erstmal nicht. Erstmal nochmal umsehen, liebe Chloe. Ach, ist mega. Die ist doch bestimmt irgendwo noch was. Das ist derselbe Punkt, wo ich auch bei unserem Koop-Let's Play in die Rand bin, um mal zu gucken, ob hier was ist. Aber hier ist auch nichts. Hm. Das macht den Oliver traurig. Und wenn der Oliver traurig ist, dann drückt er Pause und beendet den Part. Oder so. Bis zum nächsten. Tschüss.